Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ryan's Her Majesty. Yeah. Im letzten Part haben wir die Allmutter gesehen. Schauen wir mal, ob wir hier jetzt in der Elise hier was reißen, ne? Mal schauen. Memento Mori. Königin Elise tritt die Herrschaft über ein geteiltes Land an. Auf ihr ruhen gegensätzliche Erwartungen. Dieser angebliche Vampir muss ein Teufel sein, der unseren Glauben prüft. Seid ihr stark und rein, meine Königin? Natürlich. Diese angebliche Vampir. Sollte der Dämon sich euch nähern, schwingt ein heiliges Objekt, empfiehlt der Kardinal. Genau, da war ja noch die Sache, dass ich glaube, die Zofe uns gesagt hat, dass wir ja ein Parfüm den Vampir in den Kopf schmeißen sollen. Mal schauen, ob wir das tun. Verzeiht, aber eure Brüste kullern wie Millionen in eurem Kleid umher. Ich bitte euch, verdeckt sie. Ich bin so scharf drauf. Kann mich nicht mehr konzentrieren. Niemals! Wir müssen die Vampirplage ein Ende bereiten. Bitte, meine Königin, bezahlt unsere Silberwaffe. Natürlich, aber... beschämt erfährt der General Fusi, dass Silber nur bei Werwölfen wirkt. Oh, vor langer Zeit regierte uns eine Königin. Kein König. Sie hatte in diesem Palast einen eigenen Raum für ihre Duelle. Führt die Duelle wieder ein? Das ist nett. Duelle! Verdammt, jetzt ist das Militär schon wieder stark. Verdammt. Selbst wenn ihr eine Waffe hättet, der Duellraum des Palastes ist nicht benutzbar, entschuldigt er sich. Eure Stärke muss man in unserem Königreich fürchten. Ich werde euch um jeden Fall... Okay, verdammt, jetzt sind wir schon... Wir sind jetzt schon tot. Wow, 5 Jahre. Das haben wir geschafft. Göttingen ist tot. Oh Mann. Ja, das kann passieren. Fabi Esme. Wir sind Esme. Aha. Über die groteske Ende von Elise wird ewig geflüstert. Die Herrschaft von König Esme beginnt mit einer Zeit großer Spannung im Volk. Viele lehnen ihre Krönung ab. Was ist los? Wir legen viel Wert auf die Ausbildung von Frauen. Meint ihr, wir könnten ihre Schönheit genauso sehr wertschätzen? Natürlich! Unwichtig. Natürlich. Und im Süden findet ein heidnischer Aufstand statt. Der Kardinal will, dass wir Truppen in den Krieg entsenden. Na los. Nicht unser Problem. Na los. Fonsi hasst die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Heer, aber ihr könnt den Kardinal nicht verärgern. Wer sagt das? Hauptstadt. Endlich stehen die Sterne perfekt. Es wird Zeit, ein Zentrum für Philosophie und Aufklärung in diesem Reich aufzubauen. Ich finanziere es. Zentrum für Philosophie. Ein angesehener Ort der philosophischen Studien und der Aufklärung. Der Krieg ist langweilig. Ich sollte eine Waffenruhe unterzeichnen und ihn beenden. Meint ihr nicht auch? Ja.
Die Kirche hat Pläne für dieses Land und die Unterstützung der Königin ist wichtig. Lasst uns gute Beziehungen haben. Einverstanden. Was habe ich davon? Lasst mich eure Gunst verdienen. Schickt mich fort, um ein seltenes Tier zu töten und euch die Trophäe zu bringen. Macht das euer Haupt. Ich finde die Stimme von ihr immer wieder heiß, ne? Es ist einfach so gut. Ich habe vom Wein des Königs probiert. Tolle Traube. Hihi. Senden wir die Herren des Waldes einen Tribut. Ja, sie hat ein bisschen was getrunken. Ja, nee. Ich bin von meiner Jagd zurück. Ich habe sogar das weiße Reh gesehen. Es soll die Herren des Waldes in Tiergestalt sein. Was ist mit meiner Trophäe, ne? Trophäe? Ja? Was ist damit? Oh ja, eure Trophäe, eure Königin, ist ein Feenknochen. Ein Feenknochen einer wilden Kreatur, die ich ganz alleine tief im Wald erschlug. Mein Held! Was ist das? Mein Held! Hühnerknochen. Es scheint der Beinknochen eines kleinen Huhns zu sein. Es ist leicht gebogen. Es wäre eigentlich lustiger gewesen, wenn da noch Bissspuren dran wären. Oh Mann. Ein Mann, der behauptet, einen großen Entdecker zu sein, möchte zu euch. Er sieht sehr gut aus. Bitte ladet ihn ein. Ich will ihn sehen. Nein, ich will ihn sehen. Ja. Mäzenen. Neue Karten. Wir haben den Entdecker gefunden. Schöne Königin, lasst mich euren Namen durch Entdeckung ehren. Mit eurer Förderung könnte ich neue Welten erkunden. Oh. Das darf nicht. Das darf ich nicht. Oh. Holy fucking crap, was ist das? Verzeiht, eure Hoheit, aber ich scheine mich verirrt zu haben. Ja. Wie kommt ihr hier rein? Ich bin mit einem unstillbaren Hunger verflucht. Aber wie könntet ihr meinen Schmerz verstehen? Weißt du, was das heißt? Parfüm in das Face. Das Gefühl ist das Liebe. Aber ich bin ein verfluchtes Wesen, das euch nur Leid und Teufelei bringen kann. Macht mir nichts aus. Stimmt, vergaß ich es. vergesst es. Nee, wir machen jetzt voll auf Twilight. Den Schäden ja nicht da. Die Sterne stehen günstig für eure Nachrichten von euch. Schreibt ihr eure Familie von Adel, der Altmutter? Schreibt ihr eurer Familie von der Altmutter? Ja. Herrin, ich fühle mich schwach. Ich habe Schüttelfrost. Der Fluch des Vampirs könnte auf mir liegen. Was soll ich tun? Geht zur Kirche. Ihr seht gesund aus. Ja, geht zur Kirche. Er wirkt fast enttäuscht von eurem konstruktiven Vorschlag. Er will Vampir sein. Ah, ehrlich. Die schändlichen Qualen unserer heimlichen Affäre erfüllen mich mit Hunger. Ich muss königliches Blut kosten. Beiß mich! Beißt den König! Nee, beißt mich! Der Vampir senkt seine Zähne in euren Hals. Endlich hattet ihr euch etwas intensiveres Gefühl erhofft. Nun ja. Tja. Passiert Männern immer wieder mal.
Ihr habt Fieber und diese Bissspuren. Hat der Vampir euch angegriffen? Nun ja. mir geht es gut. Wegen der albernen Bücher, die ihr Frauen liest, kursieren Gerüchte über Vampire. Werfen wir sie alle weg. Nur zu, niemals. Oh Mann, die Menschen sind mittlerweile, wir müssen das Volk wieder mehr quälen. Der Kardinal hat euren Brief abgefangen. Abgefangen. Er ist voller unzüchtiger und heidnischer Dinge. Erklärt euch. Das war Kunst. Scharfrichter, das war Kunst. Ihr fühlt euch kalt an, meine liebe Frau. Seid ihr sicher, dass es euch gut geht? Ich bin ganz sicher. Um ehrlich zu sein, ich bin sicher. Hoheit, ihr seid in letzter Zeit nicht ihr selbst gewesen und die Mädels sind besorgt. Sie beißen, sie ignorieren. Wir wollen die Kirche ein bisschen stützen. Es stimmt, dass euer Körper zu zittern begonnen hat und ihr seid äußerst hungrig. Wenn ihr mich liebt, baut ihr mir im Palast eine Vampirbibliothek zur Erforschung meines Fluchs. Also gut, zu offensichtlich. Also gut. Ihr wolltet mich alleine sprechen, meine Königin. Oh, weh, ihr wirkt unpässlich. Und warum seht ihr mich so an? Ihn beißen. Der Hunger wird nun heftiger. Ihr könnt es nicht anders, als Stefano de Corke völlig auszusaugen. Durch eure gewaltigen Ausgaben ist das Königreich bankrott. Dann sollten wir lieber fliehen. What? Ich bin Vampir, ich sterbe nicht so einfach. Schade. Okay, wir waren einfach mal voll an Bella. Okay. Lang lebe die Königin. Begegnet den Entdecker. Wertet eure Uhr auf. Ah, okay. Der brutale Tod von Esme, die Mäzenin, dient ewig als Beispiel poetischer Gerechtigkeit. Das Volk hofft, dass Königin Ioma von ihm erwünschten Mutterideal entsprechen wird. Gerüchte zufolge tragen Königinnen in den nördlichen Ländern Duellpistolen. Mögt ihr Waffen? Give me a gun. Give gun me. No problem. Nimm sie. geben mir ein großes Sommerfest. Es soll ein Monat dauern mit Wettbewerbern und Preisen für alle. Seid ihr dabei? Volle Gabbe. Body hard. Heute ist einer dieser Tage, an denen ich einfach nicht aufhören kann zu weinen. Bitte, nehmt mich in den Arm. Wie unprofessionell. Natürlich! Mein Volk glaubt nicht an Vampire. Meint ihr nicht, es gibt eine andere Erklärung? Ich bin sicher, ich weiß nichts. Meine liebe Frau, helft ihr den obersten Richter des Reiches in eine Falle zu beraten? In einigen Fällen zu beraten? Ja, warum nicht? Meine Königin, eure kühne und unnachgiebige Herrschaft hat uns in ein neues Zeitalter der Macht geführt. Sollen wir sanftmütig sein?
Sollten wir sanftmütig sein? Gut. Und, Alter. Die Kirche könnte der Tugend der neuen Königin ein Denkmal errichten. Aus Blut und Asche und aus Beton mit Stahl entlassen. Das nennen wir denn es Monier. Keine Ahnung, ob das was taugt, aber wir tun es einfach mal. Was Beton ist, ich habe keine Ahnung. Wir kriegen das noch herausgefunden. Ich habe das irgendwo mal auf unserer Baustelle gesehen mit den Kirchen. Ja, es ist gut. Und vor allem, man kann da ganz gut Leute drin verstecken. Falls sie den wirklich tugendhaft ist, nein. Nur zu. Lasst es, nur zu. Oh, das war teuer. Es wird ein furchtbares Abbild. Die Leute äußern sich unfein darüber. Ich untersuche eine mythische Härte von Zähnen, Knochen und anderen Westländer und anderem der Westländer. Kann ich einen Fingernagel haben? Natürlich. Halt nein! Ja. Richter Harrycott. Harrycott. Harrycott, ja, auf jeden Fall. Ein Mann kam auf den Hof seines Nachbarn und wurde von diesen Ochsen aufgespießt. Steht ihm Schadensersatz zu? Richter Harrycott entscheidet, dass das Anspitzen von der Hörner fahrlässig war und der spricht dem Besucher Geld zu. Ach, die waren extra angespitzt. Ich suche eine Heilung für den Fluch, der mich seit Jahrhunderten wach hält. Bitte helft mir, bevor ich erneut töte. Wie? Ja, wie denn? Die einzige Heilung ist ein Zauber, der in einem uralten, verschollenen Buch steht. Leider, oh weh. Nun ja, hört auf zu heulen. Ich hab hier das Buch. In diesem Buch steht gar nichts. Es kann nicht helfen. Ach, meine Königin, bin ich verloren. Ja, nö. Verzeiht, Hoheit, eine Cousine von mir arbeitet an einer neuen Form der Wissenschaft. Ladet ihr sie in den Hof ein? Klingt riskant, natürlich. Die Philosophin erkundet neue Wissenschaften. Aha. Seid gerührt. Ich brauche eine Stimme für die. Ich brauche irgendwas Trelawniges. Seid gegrüßt, Königin. Als Alchemistin wandle ich die Stoffe unseres Reversums um. Ich fange an. Erstaunlich. Gewaltige Ausgaben. Was? Er war schon wieder. Ich habe echt kein Glück mit Geld. Katharina. Rekrutiert die Händlerin, repariert die mechanische Eule. Okay. Der brutale Tod von Ioma, die Philosophin, dient ewig als Beispiel poetischer Gerechtigkeit. Die Königin bestreitet den Thron, großen Jubel. Die legendäre Schönheit überrascht alle Berichte. Meine Königin! Nee, falsche Stimme. Meine Königin, lasst uns wahre Freundinnen sein. Sagt mir, gibt es jemanden bei Hofe, den ihr insgeheim liebt? Ich liebe den König. Manchmal scheinen wir ein starkes Band zu teilen als heilige Schwestern, aber mehr können wir auch nicht sein. Oder? Mon ami! Lass uns experimentell sein. Meine Stier von sie hat meinen ganzen Knoblauch ausgeraubt, um den Vampir auszuhalten. Entschuldige mich dafür, ich hab mich versprochen, ich hatte natürlich auch jeder mitbekommen, ne?
dient dem Gemeinwohl. Eure Zofe hat mir gesagt, dass eben ein Eindringling an eurem Fenster gesehen wurde. Ich werde den ganzen Abend wachen. Oh nein. Oh nein. Werdet ihr beim täglichen Exzessieren der Armee beten, gegen Kirche und Schwert Hand, werdet ihr in dem täglich existierenden der Armee beten, gehen Kirche und Schwert Hand in Hand, ist der Feind sicher. Der Frieden sicher. Sorry, ich bin wie gesagt senil, ne? Alt und kaputt im Kopf. Nein. Ach, das ist schlecht fürs. Ich habe jetzt gedacht, dass das hier fürs Militär schlecht ist. Okay, dann halt nicht. Noch kein Erbe. Da musst eure Anstrengungen Galilee aufsteigen. Das muss an eure aufsteigenden Galle liegen. Dieses Mittel aus dem eingewickten jungen Kaninchen hilft euch. Na super. Alchemie kann eure Königreich großen Reichtum verschaffen. Ich brauche nur ein Stück Knochen. Habt ihr eins? Natürlich, hier kriegt den Knochen. Nein, das ist falsch ausgedrückt. Wobei, ich bin eine Frau. Dieses Knochenstück eignet sich wunderbar. Jetzt extrahiere ich die irdische Substanz darin. Es geht los. Viel Glück, macht keine Schweinerei. Macht keine Schweinerei. Okay, viel Glück. Ah, das ganze Geld schon wieder. Ob das jetzt in dem Spiel irgendwie das sagen will, ne? Euer Körper eine so wunderbare Gestalt angenommen, meine Königin. Oh nein, eine Tropenkrankheit. Was? Ups, Moment. Nein, ich habe die falsche Seite meinem Lehrbuch aufgeschlagen. Eigentlich bekommt ihr ein Kind. Seid ihr wirklich Ärztin? Genau. Läutet die Glocken, eure Majestät, die Königin hat dem Reich einen jungen Prinz geschenkt. Ich habe einen Erben. Und ich auch. Lasst mich schlafen. Lasst mich schlafen. Die Mutter bringt ein Erben zur Welt. Hinter jeder mächtigen Frau steht ein großer kleiner Junge. Ein großer kleiner Junge, der ihre liebenswerte Trophäe ist. Kann ich eure sein? Ich weiß nicht. Why not? Durch eure gewaltigen Ausgaben blasen wir wieder. Long live the Queen. Rachel. Aber wie es Rachel ergehen wird, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns dort. Für die Gott.